Wir von Intrinsic sind ja auch in einer enorm transparenten, teilenden Haltung. Also wir halten nichts hinter dem Zaun, wir schenken alle Erkenntnisse und teilen es auf der Webseite via LinkedIn oder in Veranstaltungen, die wir organisieren hier vor Ort. Wir laden ein, oftmals kostenlos. Wir scharen geniale Menschen, die irgendwo ja auch einen Beitrag leisten, auf ihre individuelle Art. Und da ist der Intrinsic dann auch wieder schön. Also gebt doch den Menschen die individuellen Bühnen, um von ihren Genialitäten zu erzählen. Weil wir müssen ja nicht alles neu erfinden. Wir müssen es nur besser zusammenbringen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir zu Gast sind gleich zwei Gäste, Christian Müller und Christine König, beide Gründerinnen und Co-Leiterinnen von Intrinsic, dem Netzwerk für angewandte Bildungsrevolution. Hallo Christian, hallo Christine, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Hallo Ivo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dabei zu sein. Ich mich auch und danke. Christian und Christine, Netzwerk für angewandte Bildungsrevolution. Das klingt ein bisschen abgespaced, ein bisschen abgefahren. Das tönt eher nach Berlin oder nach Silicon Valley, aber nicht nach der behäbigen Schweiz. Doch auf der Webseite von Intrinsic lesen wir, wir streben nach einer tiefgreifenden Veränderung im Bildungssystem, einer positiven Wende, die Innovation und Fortschritt begünstigt. Unser Fokus liegt auf einer kooperativen Revolution, die mit dem System und mit den Menschen stattfindet. Wir kämpfen gegen ein überholtes Lernverständnis aus der industriellen Zeit, gemeinsam mit allen Kräften, die sich bereits heute für zukunftsfähiges Lernen einsetzen. Christian und Christine, erzählt uns etwas aus eurem Leben. Ja, genau. Uns geht es tatsächlich darum, einen Beitrag zu leisten, dass die Interpretation, was Bildung, insbesondere auch Lernen im Schulkontext ist, im 21. Jahrhundert ankommt. Die Forschung und Entwicklung in der Wissenschaft hat in den letzten 20 Jahren vieles herausgefunden und wir versuchen, ganz konkrete Anwendungsfälle und Anwendungsbeispiele in die Institutionen zu tragen. Ja, und nicht zuletzt versuchen wir auch auf organisationaler Ebene Pionierarbeit zu leisten, so aus der Sicht, dass wir gerade eine AG im Verantwortungseigentum gegründet haben und gepaart mit einer Crowd-Investing-Kampagne Geld dafür eingesammelt haben. Christine, du sprichst von Pionierarbeit und von dir, Christian, weiß ich, dass du ein Pionier der ersten Stunde bist, aber gar nicht aus dem Bildungsbereich kommst. Und trotzdem habt ihr euch Bildungsthemen verschrieben oder genauer gesagt den Bildungswandel. Ihr sagt, Leute, wir haben ein Problem mit der Bildung. Zu viel Gewicht auf Standardisierung, zu wenig kritisches Denken. Das erzeugt Frust und schlechte Leistung. 2019 hast du, Christian, die Initiative Intrinsic gegründet, ein Team aufgebaut und mit der Stiftung Mercator Schweiz eine Hauptförderung gewonnen. Kern der Initiative war ursprünglich der Intrinsic Campus, eine Art Ergänzung, aber nicht Konkurrenz zur pädagogischen Hochschule, der sich als Labor für Bildungsinnovation versteht. Ihr habt mit der Ausbildung von Lehrpersonen begonnen, später das Lernen in Schulen aufgegriffen und inzwischen auch Initiativen zum Lernen in Unternehmen gestartet. Mich interessiert von dir zu hören, was bedeutet Intrinsic? Warum interessieren dich Bildungsthemen? Was gefällt dir am Laborgedanken? Ja, in unserer Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass Bildungsinstitutionen zu denjenigen Branchen gehören, die sich in den letzten 100 Jahren am gemütlichsten und vielleicht am langsamsten entwickelt haben im Vergleich zu anderen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und da glauben wir tatsächlich, ist viel zu tun, wollen wir die Herausforderungen, die die Zukunft bringen, meistern. Und wir glauben, dass eben auch im Schulbildungsbereich Innovation in einem ein Stück weit ergebnisoffenen
freudvollen Raum passieren soll, nicht in diesen linearen, curricularen Prozessen, die deterministisch bereits festgelegt haben, wo sie landen sollen, sondern wir möchten mit Intrinsic genau einen Lernraum arbeiten, um am Lernen der Zukunft zu tüfteln. Und das verstehen wir unter Labor. Wir arbeiten mit Erkenntnissen, die andere schneller, besser und größer bereits gemacht haben und wenden sie auf verschiedene Problemstellungen in der Schul- und Wirtschaftswelt an. Wenn ich auf eurer empfehlenswerten Webseite vorbeischaue, dann steht dort zur Geschichte von Intrinsic: Zukunft braucht Herkunft. Und dass es euch spätestens ab 2022 insbesondere auch um das Lernen als Gesellschaft geht. Ihr habt in jenem Jahr ein Vorprojekt Bildungsallianz gestartet, das Forschungsprojekt Lernen im Metaverse lanciert und aktuell seid ihr mit einem Projekt zur regenerativen KI für Bildung unterwegs. Ihr wollt mit einer radikal neuen Lernkultur Bildung revolutionieren. Eigenverantwortung, Lernfreude und intrinsische Motivation stehen bei euch hoch im Kurs, damit sich Schulen und Unternehmen für die Welt von morgen transformieren können. Christine, magst du ein bisschen erzählen, was ist deine Herkunft und warum ist es wichtig, dass wir das Lernen als Gesellschaft vorantreiben? Genau, ich schicke dem gern voraus, dass es für uns bei Intrinsic eigentlich um drei verschiedene Ebenen geht, wenn wir übers Lernen nachdenken. Und zwar um die individuelle Ebene, also was lerne ich eben genau und was habe ich bereits gelernt? Stichwort Herkunft, oder was ist mein Rucksack, was bringe ich mit, was interessiert mich, was ist meine Passion und Leidenschaft? Und ich bin dann auf einer kollektiven Ebene am Lernen, sobald ich mich mit Menschen vernetze, sobald ich in eine Schulklasse komme, sobald ich in eine Arbeitsrolle oder in ein Profil komme, wo ich arbeite. Und selbstverständlich haben wir ja auch als Gesellschaft einen Lernauftrag, um uns weiterzuentwickeln. Also auf diesen drei Ebenen geschieht Lernen, oder so. Individuell, kollektiv und nicht zuletzt gesellschaftlich. Und das ist mit Intrinsic ja auch passiert. Wir haben mit der Lehrpersonenbildung angefangen und gemerkt, sehr schnell kommen wir so an die Arbeit am System, also auf diese systemische Ebene. Und das ist eben das Lernen als Gesellschaft. Da sehen wir die schlussendlich größte Wirkung, die wir ja erzielen möchten. Und diese Skalierung aus diesem individuellen Lernen ins Kollektiv und in die Welt, das habe ich selber irgendwie auch an meinem eigenen Körper erlebt, oder? Also da geht es für mich viel um Sinn plötzlich, um Purpose, um Wirkung. Wo bin ich wirksam als ich selber? Was interessiert mich? Warum mache ich denn das genau? Und meine Reise als Leiterin eines globalen Design-Teams in einer Pharma-Firma, in einem weltweit agierenden Konzern, war nicht grundsätzlich schlecht, oder? Meine Anschlussfähigkeit für den eigenen Sinn, diese Arbeit da zu machen, ist mir irgendwann abhanden gekommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich an irgendeinem Punkt in der Welt Wirkung erzielen möchte und mit Menschen, dann ist das für mich die Bildung als ja wichtigster Rohstoff eigentlich, um Veränderungen heranzutreiben und über Kompetenzen nachzudenken und was die Welt denn heute braucht. Und das ist so der, ja, meine persönliche Herkunft oder meine Reise. Ich habe eigentlich so diesen Lernprozess auch so durchgemacht und bin jetzt an einem Ort, wo ich hoffentlich nicht nur für mich selber, sondern für die Gesellschaft und die Welt am Schluss Wirkung erzielen kann. Und darum ist mir dann völlig wohl. Ich will nochmal bei dieser Lehrpersonenausbildung anknüpfen. Welche Kernkompetenzen und Methoden vermittelt ihr in dieser Ausbildung und wie unterscheidet sie sich von traditionellen Ansätzen, Christian? Also in erster Linie geht es mal um die Rolle, um eine Klarheit der Rolle der Lehrperson. Und da geht es im Zuge des Lehrplan 21 ja viel stärker darum, die Lernprozesse zu begleiten als Lerncoaching im übergeordneten Sinn und jetzt weniger, im Verhältnis dazu weniger um Stoffvermittlung. Das heißt, es geht um eigentlich Lernen. Das ein bisschen überspitzt gesagt ist das Hauptziel in unseren Augen in der Schule, dass jedes Individuum, das dieses Curriculum Schule durchläuft, am Schluss rauskommt, weiterhin lernbegeistert ist, wie in den ersten Lebensjahren eigentlich jedes Kind lernbegeistert ist. Und dass es sich selber und seine eigenen Lernansätze und Methoden optimiert hat.
also sich selber kennengelernt hat und die eigenen Lernmethoden kennt. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Lehrperson. Das geht dann am besten, wenn die Lehrperson selber im Lernprozess ist. Christian hat es vorhin erwähnt, am eigenen Leib in Entwicklung begriffen sein und das im Sinne von lebenslangem Lernen stetig und immer weiter zu kultivieren. Und das ist eigentlich so der Kern unserer Lehrpersonen-Aus- und Weiterbildung, dass die Menschen nicht einen Abschluss haben oder machen und dann sind sie fertig mit Lernen, sondern dass sie in einen Modus kommen, wo sie selber immer weiter lernen, wo sie selber sich weiterentwickeln. Und wenn sie verstehen, wie, oder immer wieder von Neuem verstehen, wie mühsam, wie anstrengend, wie auch mit Frustration und Begeisterung das gepflastert ist, dieser Weg vom lebenslangen Lernen, dann ist das die optimale Voraussetzung, um wiederum Lernprozesse von anderen Menschen begleiten zu können. Das steht im Zentrum. Euer Logo sind mehrere tanzende Kreise. Noch immer ist bei euch eine Disco-Kugel wichtig. Die Disco-Kugel symbolisiert für euch auch die Vielfältigkeit der Kompetenzen und Potenziale bei Intrinsic. Könnt ihr einen Moment erläutern, wie dieses Symbol oder die Perspektive, die dahinter steckt, konkret in eure pädagogische Praxis integriert wird, Christine? Ja, sehr gern. Also du sagst es bereits, es symbolisiert die Vielfältigkeit der Kompetenzen. Das meinen wir wirklich ernst. Also eine Disco-Kugel, die spiegelt ja ganz viele Lichtpunkte, die hängt immer wieder anders, die wird befeuert von Licht und braucht aber auch so einen Resonanzraum, wo sie irgendwie wahrgenommen wird. Und das ist so unser Lieblingssinnbild, dass man so mit was rundherum und am liebsten nicht alleine halt mehr irgendwie scheinen und brillieren kann. Und wenn man so auf die Kompetenzebene interpretiert, dann finden wir natürlich alles, was Future Skills und die 4 Ks sind wichtig, um zu stärken. Und das, ja, da sehen wir halt viel in diesem Element drin. Es geht um Vernetzung, es geht um Kommunizieren, es geht um Zusammensein, Kollaborieren. Und schlussendlich dann auch so immer wieder kritisch vielleicht hinterfragen, warum hänge ich hier gerade, was mache ich hier eigentlich, wer hängt da mit mir so rum und wo fallen unsere Lichtpunkte vielleicht auf Resonanz und wo nicht. Und darum ist so diese Disco-Kugel ein Sinnbild geworden. Und Disco kommt auch noch von Discere im Lateinischen. Das heißt lernen und Disco heißt drum, ich lerne. Darum finden wir es einfach wunderbar und wir können auch 100 Sachen rein interpretieren, aber so mal in Kürze. Wir haben jetzt stark über Schule gesprochen, wir haben über Future Skills und wie Lernprozesse aufgesetzt werden können, vor allem im schulischen Kontext. Mich interessiert, von euch auch zu hören, wie das aussieht mit diesen Lernreisen für Unternehmen, die ihr gerade daran seid, umzusetzen. Lernreisen für Unternehmen, ist das jetzt einfach ein neuer Begriff für einen Betriebsausflug oder um was geht es dabei? Vielleicht könnt ihr auch ein Beispiel einer solchen Lernreise beschreiben, die ihr für ein Unternehmen durchgeführt habt und welche spezifischen Lernerfolge damit erzielt wurden. Ja, mache ich gerne ein Beispiel und es ist natürlich metaphorisch gemeint. Lernreise ist ein mehrmonatiger Prozess, wo man nicht unbedingt von einer Stadt in die andere reist, sondern wo man mit sich und einem Team unterwegs ist. Nehmen wir das Beispiel einer jetzt gerade laufenden Lernreise, die wir mit der kantonalen Verwaltung Zürich durchführen. Das sind 24 Teilnehmende aus unterschiedlichen Departementen, die sich da zusammenfinden und in einer Workshop-Serie von 5 Halbtagen immer wieder bei Intrinsic einfinden. Der thematische Rahmen ist die Fragestellung, wie kann künstliche Intelligenz in Zukunft die Prozesse in der Verwaltung ergänzen und vereinfachen, verschlanken und effizienter machen. Und da arbeiten jetzt die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung Zürich in ganz unterschiedlichen Fragestellungen in ihren Departementen genau an diesen Fragestellungen. Und wir begleiten sie in einem ziemlich rigiden Prozess, wo die Teilnehmenden immer am selben Punkt der Themenbearbeitung stecken, aber einen ganz unterschiedlicher inhaltlicher Rahmen befüllen. Innerhalb der KI-Problematik oder Thematik arbeiten wir da an einem Prototypen mit dem Ziel, dass sie dann bis zu den Sommerferien hin ganz konkrete Umsetzungsfälle haben, wo sie testweise, probeweise in den Testlauf gehen können. Und wenn sich das bewährt, wenn sich das etabliert, dann können sie tatsächlich dann mit Zuzug von entsprechenden Fachpersonen dann eine KI-Lösung in einem Teilbereich ihrer Tätigkeit dann implementieren.
und haben somit ein konkretes Problem gelöst, eine real akute Dringlichkeit adressiert in ihrem unmittelbaren Arbeitskontext, haben zweitens ihre eigenen Interessen nachgehen können, etwas bearbeiten können, was sie persönlich interessiert, und drittens aber vor allem auf organisationaler Ebene eine Handhabung und eine Methodik kennengelernt, wie sie auch in Zukunft ganz anders gelagerte Herausforderungen anpacken können und so ihren Lernprozess befeuern werden. Das ist ja ein hochinteressantes Beispiel für einen kollaborativen Lernsatz, ein auf Austausch und auch intrinsische Motivation setzendes Lernmodell. Ich habe ja diese Podcast-Reihe im Anschluss an mein drittes Fachbuch, Mini-Handbuch, didaktische Reduktion, das 2022 beim Belz Verlag erschienen ist, als Community-Projekt aufgezogen. So wie ich vor dem Schreiben des Fachbuches zuerst eine Gemeinschaft von über 100 Bildungsfachpersonen um mich geschart und intensiv befragt habe, baute ich auf LinkedIn eine Fachgruppe mit inzwischen gegen 5000 Mitgliedern zum Thema didaktische Reduktion auf. Davon hat wiederum die Podcast-Reihe profitiert und in kurzer Zeit über 1000 Abonnentinnen gewonnen, die sich für didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung interessieren und mithelfen, den Gedanken der Reduktion aktiv nach außen zu tragen und Impulse aus der Praxis zurückzuspielen. Meine Frage an euch: Wie wichtig ist euch das Engagement mit einer lebendigen und aktiven Community? Auf welche Weise bindet Intrinsic beispielsweise die lokale Community hier in der Schweiz und eine globale Community in eure Projekte ein? Und wie fördert dies den Bildungswandel? Genau, also die Antwort ganz kurz wäre, sie ist super, sehr, 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 mega extrem, absolut elementar wichtig. Die Herkunft von Intrinsic da auch ist ja eigentlich als Netzwerkprojekt aufgestellt, oder? Wir haben ja begonnen im Wissen, dass es ganz viele Menschen gibt da draußen, die viele Sachen viel besser können wie wir selber. Und alles, was wir gemacht haben, sagen wir jetzt mal die Lehrpersonausbildung am Anfang, da haben wir als erstes auch ein stabiles Netzwerk aus Coaches und Experten um uns geschart, die mit den Studierenden vorangeschritten sind. Und das ist irgendwie so extrem in unserer DNA, dass wir heute auch so ganz super bescheiden und ehrfürchtig sagen können, ja, wir haben wahnsinnig viel tolle, geniale Komplizinnen geschenkt bekommen, die uns seit Jahren begleiten, und freudigerweise werden es ja immer mehr. Also es ist in diesen Jahren viel um uns hin entstanden und wir durften von wahnsinnig viel mit profitieren. Und das war, also das ist so wie eine Osmose irgendwie mit diesen Menschen, weil wir von Intrinsic sind ja auch in einer enorm transparenten, teilenden Haltung. Also wir halten nichts hinter dem Zaun, wir schenken alle Erkenntnisse und teilen es auf der Webseite via LinkedIn oder in Veranstaltungen, die wir organisieren hier vor Ort. Wir laden ein, oftmals kostenlos. Wir scharen geniale Menschen, die irgendwo ja auch einen Beitrag leisten, auf ihre individuelle Art. Und da ist der Intrinsic dann auch wieder schön. Also gebt doch den Menschen die individuellen Bühnen, um von ihren Genialitäten zu erzählen, weil wir müssen ja nicht alles neu erfinden. Wir müssen es nur besser zusammenbringen. Und darum, ja, super, super, sehr wichtig. Und ja, in der Schweiz natürlich gibt's so diese Bildungsbubble von ganz vielen bildungsinnovierenden, veränderungsmutigen, willigen Menschen. Und da schwimmen wir natürlich gerne mit und wirken mit und gehen jetzt auch gerade diese Woche auf einen Kongress auf dem Stoß, wo sich 200 Bildungspioniere treffen und sich überlegen, wie kommt eigentlich Bildung mit Wirtschaft zusammen. Und ja, da gibt's x Beispiele in der Schweiz. Das Wichtige ist ja, dass die Kräfte gebündelt werden. Du sagst Bündelung der Kräfte und einen Kongress, der nächstens hier in der Schweiz stattfindet und eben Schule, Bildung und Wirtschaft zusammenbringen will. Mich nimmt Wunder von euch zu hören, Klimakrise, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit in der Produktion von Konsumgütern ist ja in aller Munde. Und Nachhaltigkeit ist auch im Bildungsbereich relevant. Inwiefern spielen Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein eine Rolle in euren Bildungsprogrammen und Projekten? Genau, es gibt tatsächlich ein paar ganz große Themen, auf die wir als Gesellschaft Antworten liefern müssen. Und wir glauben, Bildung wird da einen Beitrag leisten. Wobei wir uns bei Intrinsic nicht für den Inhalt verantwortlich fühlen, sondern für den Prozess. Wie erwähnt, wir glauben, dass es am wichtigsten ist, dass jede Person
optimal performen kann, das auch im leistungsorientierten Sinn gemeint, und dass somit die Individuen eigentlich ihrem eigenen perfekten Lernverhalten auf die Spur kommen. Das ist diese Voraussetzung, die es braucht, um eben die Themen, die dann jeweils relevant empfunden werden, lösen zu können. Zukunft der Bildung. Aktuell sind wir mitten im KI-Hype. Dieses Thema wird uns in naher Zukunft weiter beschäftigen. OpenAI hat diese Woche den Release des Modells ChatGPT 4.0 angekündigt, welcher praktisch jedem Menschen mit Smartphone und Zugang zum Internet einen Taschenassistenten liefert, der ihm erlaubt, via Text, aber eben auch neu via Bild und Video in Echtzeit zu kommunizieren und interagieren. Welche Trends und Entwicklungen im Bildungswesen seht ihr als richtungsweisend für die Zukunft an und wie bereitet sich Intrinsic darauf vor? Ja, also unbestritten ist KI fundamental wichtig und bereit, um den Wandel in der Bildung zu befeuern. Ich glaube, diese Intervalle von so grundlegenden Veränderungen, die sich, oder auch ja, Möglichkeiten, die sich uns Menschen stellen, die sind in den letzten 100 Jahren ja immer kürzer geworden. Und das spricht dazu, dass sich neben diesem technologischen Fortschritt auf der einen Seite ja eigentlich diese Kultur der Digitalität jetzt erst langsam richtig einstellt. Also wir freuen uns, dass so viel Veränderung passiert und dass dadurch mit der Technologie so viel möglich wird, oder? Wenn wir Maria Montessori vor geraumer Zeit uns vor Augen führen, die hat schon ganz viel gesagt, was heute ja immer noch versucht wird umzusetzen. Und wir werden jetzt durch KI und weitere Dinge, die wir nicht mal kennen, eigentlich in diese Kultur der Digitalität herein katapultiert. Und dass heute die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Lerncoach im Hosensack oder in der Hosentasche haben, der individuell begleitet, der immer da ist, der genau auf die Bedürfnisse eingehen kann, der mitnavigiert im unterschiedlichen Bedürfnis. Also das ist doch wunderbar, oder? Und wir bei Intrinsic tüfteln hier eigentlich auch aus persönlichem Interesse in diesem forschenden und ja machenden Modus, wo wir aber einfach ausprobieren, oder, mit so spielerischem Ernst und sehen es als ernsthaftes Spiel irgendwie. Es ist sehr wichtig und es wird sehr viel passieren und das gibt uns das Gefühl, dass wir noch mehr mit dem Thema Bildung und Lernen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und jetzt wird mit der Technologie und KI noch viel mehr, viel schneller, viel grundlegender möglich und das ist ja einfach wunderbar. Und selbstverständlich sind wir auch froh, wenn die ganzen rechtlichen und datenschützerischen und persönlichkeitsschützenden Elemente sauber wieder diesen Rahmen stecken, oder? Wieder diese Freiheit, die und dieses Potenzial, das darin steckt, braucht wieder diese Struktur, um wirklich entlang einer Richtschnur lernen oder sich weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, da sind wir noch am Anfang und da stechen wir mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Formen rein und spielen und probieren und scheitern und fangen wieder an. Und in der Zwischenzeit ist schon wieder weitergegangen. Also ja, super. Lass mich diesen Gedanken der Kultur der Digitalität kurz aufgreifen. Ihr habt vorhin auch von der Bedeutung von Netzwerken für eure Arbeit gesprochen und dass das jetzt eben mit diesen neuen Möglichkeiten natürlich viel breiter, schneller und unmittelbarer denkbar ist. Ihr habt bei Intrinsic sehr früh den Netzwerkgedanken aufgegriffen. Ihr schreibt, zu eurem Netzwerk zählt ihr Kollaborationspartnerinnen, Kundinnen und Expertinnen. Was steckt hinter diesen drei Begrifflichkeiten und warum ist euch ein Netzwerk so wichtig? Genau, also wir sind überzeugt davon, dass man zu den besten Lösungen nur gemeinsam kommt und wir lösen tatsächlich so die starren Grenzen in den Silos von früher ein bisschen auf. In den allermeisten Projekten arbeiten wir zwar mit dem Kernteam von Intrinsic, das sind rund 10 Menschen zusammen, und ziehen dann je nachdem Menschen aus dem Netzwerk bei. Ehemalige Kunden werden zu ProduzentInnen, die Kundinnen selber sind aber wie auch Teil der Mitarbeit. Wir entwickeln auch unsere Produkte gemeinsam mit den Kundinnen und so weiter. Also das sind tatsächlich ein Stück weit eine Auflösung von den klassischen Rollenstrukturen.
Ihr habt diesen Frühling ein Crowdinvesting gestartet. Ihr habt über 300.000 Franken eingesammelt von über 150 Organisationen und Einzelpersonen mit dem Ziel, euer Angebot Lernreisen für Unternehmen auszubauen und zu erweitern, zu digitalisieren und effektiv zu vermarkten. In eurer Kampagne habt ihr argumentiert, wer jetzt investiere, wird nicht nur Investor oder Investorin, sondern auch Mitinhaberin und Mitinhaber von Intrinsic und leistet damit einen Beitrag dazu, die Lernkulturen zu revolutionieren. Was sind eure Erfahrungen mit dieser Investitionskampagne? Ja, also ich würde sagen, meine persönliche Lernkurve während dieser Kampagnenzeit war doch recht beträchtlich. Ich habe viele Sachen zum ersten Mal gemacht, jetzt nicht nur inhaltlicher Art oder prozessualer Art, sondern auch persönlicher Art. Also ich stand sehr im Rampenlicht zum Beispiel, war da gefühlt immer so präsent und fühlte mich aber eigentlich extrem gestützt von einem breiten Netzwerk wiederum oder von Menschen, die mit uns zusammen für die ja guten Gelingensbedingungen eigentlich geschafft haben. Und ja, die Erfahrung zeigt, ja, zum Glück haben wir es gemacht. Also es hätte auch ja scheitern können und wiederum ja so sich nicht beirren lassen von vielleicht könnte es ja schief gehen, sondern auch da wieder so ins Machen, ins Reingehen, in die Unwissenheit reingehen und dann halt ja versuchen das Beste zu geben und zu schauen, ob es gelingt. Das war eine extreme Eigendynamik, die sich entwickelt hat und schlussendlich ja, das war Energiearbeit auf unterschiedlichen Ebenen und trotzdem fühlte ich mich sehr getragen von eigentlich der Intrinsic Community als solches und dann auch den vielen genialen Menschen und Organisationen, die dafür gesorgt haben, dass die Welt davon erfährt, dass wir das gerade tun, was wir taten. Und das ist so aufgegangen. Bei eurem Crowdinvesting, das heißt bei eurer Organisationsform, ist auch interessant, dass ihr dem Grundsatz des Verantwortungseigentums folgt. Intrinsic war ursprünglich als GmbH gestartet, inzwischen seid ihr als AG, als Aktiengesellschaft unterwegs und dieses Verantwortungseigentum ist für euch sehr wichtig. Es ist ein Modell, das unter anderem von Purpose Schweiz unterstützt wird. Das ist die Organisation, die das Thema Verantwortungseigentum in der Schweiz bekannt gemacht hat. Es geht um einen Ansatz, bei dem langfristiges Denken und nachhaltiges Wirtschaften im Mittelpunkt steht, in dem Gewinne reinvestiert und Entscheidungen im Einklang nicht nur mit den Zielen der Organisation, sondern auch dem Wohl der Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt getroffen werden. Was ist das Besondere oder Innovative an diesem Konzept, Christian? Genau, so ganz kurz gesagt geht es darum, dass nicht abwesende EntscheidungsträgerInnen über Gedeih und Verderb von Intrinsic bestimmen können, sondern dass das die Mitarbeitenden, dass das Stimmrecht in den Händen der Mitarbeitenden ist und auch in Zukunft bleibt. Und das andere ist der eigentlich gemeinnützige Charakter dieser Form, dass nämlich nicht unbegrenzt viel Kapital aus dem Wirtschaften von Intrinsic gezogen werden kann. Weder von InvestorInnen noch von den GründerInnen. Das ist beschränkt und das passt, glaube ich, sehr gut zu Intrinsic, weil wir, wie gesagt, ja ein ideologisches Projekt sind, das die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Und weil wir auch Bildung, insbesondere Schulbildung, als gemeinnützige Geschichte interpretieren. Da soll sich niemand über die Masse ausbereichen können. Und deshalb passt Verantwortungseigentum so gut in die Bildungsbranche und so gut zu Intrinsic. Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich möchte von euch hören, setzt ihr bei eurer Arbeit, in euren Workshops und der Beratungsarbeit auch auf das Konzept didaktische Reduktion? Schaut ihr, dass die Stofffülle reduziert oder Komplexität so bearbeitet wird, dass die Teilnehmenden an euren Weiterbildungsangeboten oder Lernreisen einfacher den Zugang zu den Inhalten finden, Christine? Ja, ich will es hoffen, unbedingt. Also ich glaube, dieses Fundament des Wissens und des Sachwissens, das ist enorm wichtig und trotzdem bin ich mir so ganz im Fokus. Oder ich glaube, im Kern geht es in Zukunft und ja heute schon darum, wie können wir uns individuell immer wieder so verändern und anpassen, weil sich Rahmenbedingungen da draußen halt eben so schnell verändern. Und das geht nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht mit ganz viel Wissen, was ich mir angeeignet hat. Also ich muss mich eigentlich reduzieren auf das eigene Erleben und immer wieder vor allem
verorten. Ich glaube, das ist das, was wir machen. Darum sagen wir auch, wir lernen, oder? Das ist ein Prozess, wo ich mich immer wieder verorten muss. Mache ich das jetzt für mich oder lerne ich hier? Da ist nichts Falsches dran. Aber wo lerne ich für mich selber? Wie transferiere ich das in mein Arbeitsumfeld, in meine Rolle? Wie werde ich wirksam in meiner Arbeit? Und was bringe ich denn mit dieser Arbeit an auch der Gesellschaft und der Welt? Oder wenn wir so drei Kreise anschauen, ist das ideale Feld irgendwo in der Mitte. Nur wir müssen ein Wissen generieren, wo mache ich was? Also im Sinn von reduzieren, glaube ich, reden wir oft von dieser Verortung und diesem, warum mache ich denn das und für wen und in welcher Form, wie geht das überhaupt? Und da wieder ist Inhalt wie gar nicht so wichtig. Selbstverständlich, ja, geht schon auch um Inhalte, logisch. Aber es ist mehr dieses Erleben am eigenen Leib, warum ich was, mit wem, in welcher Form und wie mache, damit dann so lebenslanges Lernen nicht nur als Buzzword und Worthülse verwendet wird, sondern darum geht es, dieses Agilbleiben in stetig veränderten Rahmenbedingungen, um bessere Probleme zu haben auf dieser Welt. Und da stechen wir rein und ich glaube, das ist in dem Sinn sehr reduziert und in dem gesagt natürlich mannigfaltig komplex. Und diese Diskrepanz aushalten, ja, ich glaube, so dieser Tanz an beiden Polen, das wird uns als Menschen auszeichnen. Die darin navigieren können und sich immer wieder verorten, persönlich und mit dem, was sie tun in dieser Welt, die werden am schnellsten, am großartigsten und vor allem am wirkungsvollsten agieren. Bessere Lösungen für die Probleme, die wir hier auf dieser Welt in unseren Gesellschaften haben, entwickeln. Das ist doch ein schönes Überleitungswort für mich, damit ich jetzt einen Moment zusammenfassen kann, was ich in diesem Gespräch notiert habe, Christine und Christian. Ich nehme mit, erstens, die Bildungsrevolution heißt nicht Kampf gegen, sondern es geht um konstruktive Beiträge für grundlegende Veränderungen der Bildungslandschaft mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen. Zweitens habe ich mir notiert, Lernkulturentwicklung im Zeitalter der Kultur der Digitalität bedeutet, dass das linear-deterministische Denken, welches in unserem industriell geprägten Schul- und Bildungssystem lange dominierte, schrittweise abgelöst werden kann durch ein individuelleres und auch eigenverantwortliches Modell. Drittens habe ich mir aufgeschrieben, Lernerfolg braucht Kohärenz. Lernende müssen zu Beteiligten in ihrem eigenen Lernprozess werden. Denn nur wenn sich die Betroffenen in einem Lernprozess als Beteiligte fühlen, wenn die Akteure sich als aktive, Teilnehmende oder besser Teilgebende in diesem Lernprozess sehen, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Haltung, nur dann erleben wir nachhaltiges und effizientes Lernen und die von euch erhoffte Bildungsrevolution. Wir sind am Schluss dieser Episode. Christian und Christine, gibt es Ergänzungen oder ein Schlusswort von euch? Vielen Dank, Ivo. Ich finde, du hast das fantastisch zusammengefasst und für den Moment ist das ganz rund für mich. Habe nichts zu ergänzen. Ja, ich auch nicht. Also die Danksprechung, ja, es war sehr angenehm für mich. Merci. Wo findet man Informationen zu euren Angeboten und wo kann man sich mit euch verbinden? Genau, da gibt es allen voran die Website intrinsic.ch und natürlich auch einen Auftritt auf LinkedIn, wo wir immer wieder das Neueste posten als Intrinsic-Seite oder dann auch individuell als Christian König oder Christian Müller. Lieber Christian, liebe Christine, ich bin mir sicher, die Welt wird noch von euch hören. Ich danke euch für dieses inspirierende Gespräch. Vielen Dank an dir. Danke vielmals, Ivo. Wenn du für dich selbst oder für eure Bildungsinstitution ein Training zum Einsatz von KI in der Bildungsarbeit wünschst, dann komm auf mich zu. In der Schweiz und in Deutschland und Österreich unterstütze ich laufend Einzelpersonen und Bildungsträger, die von meinen Erfahrungen profitieren möchten und ihre Mitarbeitenden bezüglich einer kritischen Anwendung von KI schulen möchten. Danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, danke fürs Weiterempfehlen. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit.